Hallo, ich bin Heiko Hansen. Die Welt der Shaolin-Mönche ist für uns sehr geheimnisvoll und auch sehr faszinierend. Ihre Art und Weise zu kämpfen, sich auf den Punkt konzentrieren zu können, ihre Philosophie, auch ihre Ausstrahlung fasziniert uns. Christian Kronmüller ist einer der wenigen Deutschen, der den Grad eines Shaolin-Meisters hat. Er ist Meister der 34. Generation im Kung-Fu wie im Qigong. Er wird in Zusammenarbeit mit der U19 von Fortuna Düsseldorf und ihrem Trainer Sinisa Zucker Ihnen gleich ein paar sehr faszinierende und einfache Übungen zeigen. Bedanken möchten wir uns auch sehr herzlich bei Markus Hirte, dem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Fortuna Düsseldorf. Kriegt man Kraft, bekommt eine Leistung, die eigentlich unglaublich ist. Ja. Er ist da gestanden wie so ein kleines Mädchen. Plopp, Arm war runter. Er macht es richtig und hat auf einmal mehr Kraft wie ich. 2 Sekunden. Es hat nicht länger gedauert. Wir haben 2 Sekunden. Ich habe gesagt, mach so und es hat sofort funktioniert. Versucht mal, so ein Mittelding zu finden, zwischen stabil zu sein und aber trotzdem schnell wegzugehen, wenn der andere angreift, wenn er versucht, das Bein zu schnappen, wenn er euch runterziehen möchte. Ihr müsst jetzt die Waagschale finden zwischen Stabilität und Schnelligkeit. Erste Übung, partnerweise zusammen. Das Shaolin-Training hat mir sehr gut gefallen, weil wir viele neue Moves kennengelernt haben und zum Beispiel den Drehkick und noch andere. Und der Trainer hat uns halt erklärt, dass man stabil bleiben kann, wenn man halt höchst konzentriert ist in den meisten Situationen. Das fühlt sich halt gut an, wenn man halt so sieht, dass man selber, also mit seinem eigenen Körper sehr stabil bleibt. Und ja, ich denke, dass mir das halt sehr viel bringt, gerade auf meiner Position, weil ich halt als Verteidiger sehr viel Zweikämpfe bestreite und halt mit dieser Stabilität viele für mich entscheiden kann. Also lass den anderen mal näher ran. Also mir ist aufgefallen, in der ersten Runde, wo wir geübt haben, sind durchschnittlich alle 2 Sekunden nicht einer gefallen. Naja, es hat auf jeden Fall alles in allem sehr viel Spaß gemacht. Man hat auf jeden Fall gespürt, dass die ganze Mannschaft mitgezogen hat, dass man das auf jeden Fall als Teambuilding-Maßnahme so auffassen konnte. Ausweichen, schieben. Und zeigt jetzt mal wirklich, ob ihr einen Stand habt, ob ihr Kraft habt. Tut ihm nicht weh, er läuft ein bisschen, aber laufen ist gut für Fußball, habe ich gehört. Ausweichen, stabil stehen, anderen wegschieben. Vorsichtig, nächste Übung, los geht's. Ich denke, wir haben die Verpflichtung, unseren Jugendlichen die bestmögliche Ausbildung zukommen zu lassen, eine vielfältige Ausbildung zukommen zu lassen. Und da gehört meiner Auffassung nach auch Shaolin-Training als ein Element dazu, Erfahrungen zu sammeln, den Jungs Möglichkeiten zu geben, sich in ihrer Persönlichkeit mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, für sich persönlich positive Aspekte da rauszuziehen. Und gerade das Shaolin-Training ist ein neuer Aspekt, etwas, womit die Jungs sich ja sehr gut identifizieren und in ihrer weiteren Entwicklung sicherlich positive Dinge mitnehmen können. Hallo, mein Name ist Leon Fritsch, ich bin 18 Jahre alt, spiele bei Fortuna. Das Shaolin-Training fand ich sehr gut für mich, weil ich jetzt weiß, wie mein Körper tickt und wie ich 100% in jeder Aktion stabil bleiben muss. Stehen. Stehen. Auf mein Kommando, auf links, auf rechts. Da! Ja, lang, lang. Lang, lang. Nicht denken, okay, ab so viel schneller. Bringt uns aber nichts. Lange Fauststöße durchziehen. Ho, hopp, tschüss! Mago, hopp! Mago, hopp! Shaolin-Training mit dem Christian hat mir sehr gut gefallen. Wir waren sehr beeindruckt von seiner Präsenz und seiner Kraft, die er uns dann halt versucht in verschiedenen Übungen zu vermitteln. Das Wichtigste war die Körperspannung
was halt auch im Fußball sehr wichtig ist, damit man in den Zweikämpfen zu 100% da ist und die Kraft auf den Punkt genau bringen kann, um den Zweikampf halt zu gewinnen. Natürlich darum, sich zu fokussieren, einen Ablauf zu schaffen, sich in eine positive Stimmung zu bringen und gerade dieses Shaolin-Training, Bewusstmachung, eigene Stärke, Präsenz, Selbstvertrauen. Ich glaube, wenn man mit seinem Körper zufrieden ist, wenn man ein Körpergefühl beherrscht, wo man sich wohlfühlt, wo man eine Oase hat, wo man sagt, das ist, der Bereich ist top gepflegt oder top besetzt, dass man einfach dann auch in der Lage ist, Top-Leistung zu bringen. Für mich war das sehr schön. Es hat mir weitergeholfen, im Spielfeld mehrere Sachen gleichzeitig zu beobachten. Zum Beispiel, wenn wir im Ball besitzen, dass mir dann auch gucken kann, ob, wo der Gegner ist. Jawohl, ja. Bei unserem Shaolin-Training geht es darum, Körper und Geist in Einklang zu bringen und damit zu körperlichen und mentalen Höchstleistungen zu kommen. Genau darum ist das Shaolin-Trainingsprogramm nicht nur für Mannschafts- und Individualsportler, sondern für jeden Menschen geeignet, der seine eigenen persönlichen Leistungen verbessern möchte. Das war eine kleine Auswahl von Übungen aus dem Shaolin-Training mit Qigong und Kung Fu. Hier zum Thema Zielfokussierung. Es gibt viele weitere spannende Themen im Sport, wie auch in Ihrem Unternehmen, zum Thema innere Balance, Stressbelastung, Motivation oder auch Selbstführung. Wenn auch Sie die Welt des Shaolin-Trainings in Ihrem Hause oder auch in Ihrem Verein mit Ihrer Mannschaft erleben wollen, schauen Sie nach unter www.talenthaus.de.